Ich bin mit den Grundschulkindern immer Yu-Gi-Oh! Alter, das ist ja auch mal richtig nice. Bei mir in der OGS, wo ich dann halt gearbeitet habe für das Jahrespraktikum, waren die tatsächlich verboten. Also Yu-Gi-Oh!-Karten. Ist echt so geil. Namen, was kosten VGC Giga Pikachus? Oh, die muss ich auch noch ins Sortiment aufnehmen, ne, Funky? Ich denke, die kann ich dann so bei 30.000 oder so einranken. Denke ich. Also ich spiele mit den Kindern ohne Stack tatsächlich, weil ich das manchmal ein bisschen gemein finde, wenn dann einer 8 Karten ziehen muss oder so. Ja. Nichts Schöneres, wenn du einen Kind helfen kannst. Ja, das auf jeden Fall. Kein Sub mehr, PP Hands. Ja, dann weißt du, was jetzt zu tun ist. Krieg ich sie die. Das ist wie bei Drogensüchtigen, ja. Der erste Schuss ist gratis und danach geht's los. Kleiner Scherz am Rande. Ja, aber so lernen die Kinder, dass es nicht nur um Spaß geht im Leben. Ja, eben. Deswegen klatsche ich die ja manchmal schonungslos. Dark Mode Uno? Nee, das sagt mir nichts. Ich habe da Karten besorgt für die Kinder, die keine haben und trotzdem mitspielen möchten. Ja, das gibt es ja zum Beispiel auch so Yu-Gi-Oh!-Events und so, wenn die Kinder dann beispielsweise immer wieder irgendwie mit den Karten spielen und. BAM! Alter, was da los? So kann ein Stream starten, Mann! Shiny Legios! It happened! Finally! Alter! Das ist ja mal das schnellste Shiny überhaupt! Excuse me? 21 Minuten, Mann. Was da los? It happened. Und es sieht gut aus. Eieiei. 779 Eier. 20 Minuten in den Stream. Und schon ein Shiny Legios. Holy damn. Holy damn. VF, VF. Ah, stimmt. Wir müssen gucken, dass es die VF hat, Leute. Siegeswille ist Pflicht. Also, wenn es jetzt kein Siegeswille hat. Oh, das sieht gut aus. Oh, wenn es keinen Siegeswille hat, Leute, bin ich echt am Überlegen, ob wir das nochmal handeln. Oh, bitte habt die VF, Mann. Bitte habt die VF. Was ist hier los? Es sieht richtig gut aus. Es sieht so aus wie so ein bisschen Schokolade mit Marzipan, ne? Ja, es sieht ein bisschen aus wie Schokolade mit Marzipan. Ich habe jetzt leider nicht auf die Augen geachtet. Waren die Augen auch anders? Oh, Leute, ich will ganz viele Rigi Bless im Chat sehen. Ich will ganz viele Regi-Bless im Chat sehen, Leute. Ich weiß gar nicht, ob die Augen ein bisschen anders sind. Müssen wir mal gleich drauf achten. Boah, das sieht aber echt gut aus. Also rot und gelb sind dann auf einmal, ja, so ein bisschen bräunlich und, anyways. So. Oh mein Gott, die ganzen Regi-Bless im Chat. Bless, guys, Bless, wir brauchen Siegeswille. Wir brauchen Siegeswille auf diesem Legios, ja? VF, 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 Hidden Ability, Hidden Ability. Oh, wait. Okay, nochmal. Yes! Yes! Hidden Ability ist drauf. Shiny Legios im Levelball mit Hidden Ability. Yes! Das ist richtig, richtig geil. So kann doch mal ein Stream starten. Was ist das für ein geiler Tag heute? Und jetzt checken wir nochmal ab, ob es gute IVs hat, I guess. Ja, ist okay. Wir müssen auf jeden Fall nochmal mit einem Kronkorken dann da drauf, wenn wir es testen wollen. Aber an sich ist das ziemlich geil, das Ding. Yo, gefällt mir richtig gut bisher. Easy is shiny. Also bisher ist es die easy is shiny hat, I guess. Zumindest session-wise. Das ist, glaube ich, das schnellste Shiny überhaupt in der Session. I don't know, man. Fresh, dann gönn dir heute eine doppelte Portion. Alter, Roberto! Vielen, 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 vielen lieben Dank, mein Freund, für weitere 10 Euro heute. Ja? Doppelte Portion auf deinen Nacken, sagst du? Dankeschön. Freut mich. Oh, geil, Alter. Hidden Ability. Es kann sich nicht entwickeln, deswegen können wir jetzt leider kein Bonbon oder so draufpacken. Aber wir brauchen einen Namen. Wie nennen wir das Ding denn? Wir brauchen einen Namen dafür. Namen? Bevor ich das mache, wollte ich auch nochmal kurz abchecken.
kann sich das Legios, oder ist die Augenfarbe anders bei Legios? Weil das ist mir persönlich immer sehr, sehr, sehr wichtig. Augenfarbe. Ja, Augenfarbe, ob das geändert worden ist. Weil ich finde es immer schade, wenn die Augenfarben, beziehungsweise die Iris, bei einem Pokémon nicht irgendwie geändert worden ist. So, wie kriege ich das jetzt animiert? Na, es ist gleich. Schade, ich dachte, vielleicht hat es auch nochmal so rote Augen oder so. Ah, egal, die Augenfarbe ist leider gleich. Das ist ein bisschen schade tatsächlich. So, wie nennen wir das Ding denn? Sportakos, Chokritter. Chokuritter. Chokios. Chokios. Schokobo. Schokobo finde ich geil. Also eine Anlehnung an... Ja doch, Chocobo finde ich eigentlich richtig geil. Chocobo. Ergibt sogar Sinn. Es ist halt einfach ein Chocobo. Nice. Ja, Leute, Shiny Legios kam extrem unerwartet. Ich bin da gerade selber ein bisschen sprachlos. I like. Das Shiny gefällt mir sehr, sehr gut. So im Vergleich zum normalen. Ist halt ein bisschen dark gehalten. Es hat Siegeswelle und ich denke, im VGC werde ich definitiv mal ein Team um meinen Shiny Legios bauen. Ich meine, es hat Siegeswelle, wie gesagt, das ist gut im VGC. Gerade in der aktuellen Meta und vielleicht auch in der späteren Meta, wenn noch ein paar Bedroher-Pokémon dazukommen. Lando zum Beispiel, vorher wo er weiß, vielleicht kann das Ding dann halt auf jeden Fall Potenzial haben, auch im VGC. Ich mag ja den Boosting-Move. Das Shiny sieht geil aus. Ich habe es jetzt auf jeden Fall schon mal. Daumen nach oben, 779 Eier. Überall, aber ist fine, I guess, ja? Und YouTube-Labs, wenn ihr das mal wieder hier einfach nur im YouTube-Video seht und euch nicht im Stream blicken lasst, ändert das, ja? Seid ein geiler Twitch-Chat und kein YouTube-Lab. Vielen lieben Dank, Link in der Beschreibung. Bis dann.